Die Didakta, Europas größte Fachmesse für Bildung, wurde vom 25. März 2014 bis zum 29. März 2014 bereits zum 8. Mal auf dem Gelände der Messe Stuttgart veranstaltet. Bildung spielt eine immer entscheidendere Rolle in unserer Gesellschaft. Der Trend zu einem möglichst hohen Bildungsabschluss und die zunehmende Digitalisierung sind aktuelle Herausforderungen an Bildungspolitik und Bildungswirtschaft. Alle Kinder sollten die bestmöglichen Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben erhalten. Das ist das Credo des Didakta-Verbands der Bildungswirtschaft. Hierzu der Präsident, Professor Dr. Vasilos Ftenakis. Die Didakta ist die größte Plattform für Diskussionen, für Informationen, was alle Fragen des Bildungssystems betrifft. Die Didakta stellt auch über 2000 Veranstaltungen allen Pädagogen und Eltern zur Verfügung, die über den neuesten Stand informieren, die auch Kenntnisse und Kompetenzen vermitteln. Wir sind die größte Fortbildungsplattform, die es überhaupt gibt. Und drittens, der Didakta-Verband artikuliert die Notwendigkeit einer hohen Bildungsqualität für unsere Kinder der Politik gegenüber. Lädt die Politik ein, um mit ihr darüber zu diskutieren. Denn wir sind alle einig, die Bildung unserer Kinder ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung und der Didakta-Verband moderiert diesen Prozess. Auch für die ganz Kleinen gibt es inzwischen schon digitale Angebote. Das zeigte die Firma Lami aus Heidelberg mit ihrem Schreiblehrling Stylus, dem Lami ABC Digi. Hierzu Miriam Bohr vom Marketing-Service der Firma Lami. Wir sind dieses Jahr mit zwei neuen Produkten auf der Didakta vertreten. Wir haben einmal Crea Plus, das sind Wachsmalstifte. Und wir haben ein neues Produkt, was wir jetzt im April einführen. Das ist der Lami ABC Digi. Das ist ein Stylus-Pen und dazu gibt es noch eine Schreiblern-App, Lami ABC Digi Schreiblern-App. Stylus-Pen, könnten Sie das genauer erklären? Ein Stylus-Pen, das ist ein Schreibgerät mit einer Silikonspitze. Eignet sich für mobile Endgeräte mit kapazitiven Oberflächen. Eine große Auswahl von Malstiften und Schreibgeräten findet man bei Lami. Neben unseren Füllhaltern präsentieren wir auch das Sortiment Malen und Zeichnen mit Lami. Wir haben dabei die Farbstifte, unseren Deckfarbkasten und ganz neu das Modell Crea Plus. Hierzu haben wir die Verfahren, einmal die Wachsmalstifte an sich als Farbe, die aber auch wasservermalbar sind und als Blöcke. Kinder brauchen die besten Bildungschancen. Seit längerer Zeit setzen sich hierfür auch Prominente ein. Seit 2007 wird der Bildungsbotschafter der Didakta ausgezeichnet. 2014 fiel die Wahl auf den ehemaligen Fußballnationalspieler Christoph Metzelder. Mit seiner Stiftung fördert er Kinder- und Jugendarbeit, Hausaufgabenbetreuung sowie individuelle Lernhilfen. Der Klett Verlag aus Stuttgart ist einer der führenden Bildungsanbieter. In der gesamten Branche, auch in seinem Angebot, spielt die Digitalisierung eine zunehmend wichtige Rolle. Hier wird die Arbeit in und mit einem digitalen Klassenzimmer vorgeführt. Genaues hierzu weiß Anja Brachiotis, die Pressesprecherin des Verlags. Also wie Sie sehen im Hintergrund, also über Whiteboard oder auch über Beamer kann man das digitale Schulbuch, was da drauf enthalten ist, im Unterricht einsetzen. Es geht aber vor allen Dingen darum, dass der Lehrer damit den Unterricht vorbereitet. Das heißt, also auf diesem ergänzend zu dem digitalen Schulbuch findet er viele Zusatzmaterialien, die ihm helfen, den Unterricht gut vorzubereiten. Also Stoffverteilungspläne, Arbeitsblätter, Kopiervorlagen für die verschiedensten Fächer. Und dieser digitale Unterrichtsassistent ist ein Angebot, was wir über alle Schulformen und zu allen Fächern anbieten. Also momentan sind es 170 Werke, die lieferbar sind. Das FWU-Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht ist seit 1950 am Markt. Es ist eine Institution der Länder mit dem Auftrag, Medien für die Bildung zu produzieren. Neben den klassischen Medien wie DVDs spielt auch hier das Online-Angebot immer mehr eine wichtige Rolle. Armin Schnell, zuständig für den Vertrieb des FWU, erklärt einem Messebesucher die Mediathek. Die Mediathek ist ein Portal für Lehrer und Schüler, wo wir mehr als 1300 Bildungsmedien drauf haben mit 4.000, 5.000 Sequenzen, Arbeitsmaterialien, Interaktionen.
Und noch mehr und was ganz neu ist, es ist halt online von überall abgreifbar. Wir bereiten das für Schulen vor, dass jeder Lehrer Zugriff hat. Und das Neue und was einzigartig ist, auch die Schüler können von zu Hause aus auf diese Bildungsmedien zugreifen. Das heißt, Sie als Lehrer hätten auch die Chance, einmalig nicht nur den Film im Unterricht anzuschauen, sondern auch als Hausaufgabe zu geben, schaut euch den Film nochmal an, macht die Arbeitsblätter und wir reden im Unterricht dann nochmal drüber oder sogar als Vorschau. Auch die Medien-LB ist bestens aufgestellt. Sie bietet inzwischen mehr als 30.000 Unterrichtselemente in ihrer Lehrmediathek an. Das reichhaltige Programm, das auch mehrsprachig vertrieben wird, kommentiert die Geschäftsführerin der Medien-LB, Dr. Anita Stangl. Ja, also wir produzieren seit 2006 didaktische Schulfilme. Die bestehen zum einen aus Filmmaterial, immer so 20 bis 30 Minuten, für alle Jahrgangsstufen, für Biologie, Chemie, Physik, Geografie. Und auf den DVDs zusätzlich sind noch ganz viele Begleitmaterialien für den Lehrer mit Arbeitsblättern, Testaufgaben, Folien und alles, was der Lehrer sonst noch braucht, um ein rundes Medienpaket zu haben. Die Filme gibt es in 3 Sprachen. Wir haben alle Filme immer in Deutsch, Englisch und Türkisch und noch, wenn gewünscht, andere Sprachen wie Französisch, Spanisch oder jetzt unsere neueste DVD über die römische Villa auch in Lateinisch. Also wer da Interesse hat, kann gerne mal reinschauen oder sich bei uns melden. Ganz neu bieten wir jetzt hier auf der Didakta seit 3 Tagen freigeschaltet unsere Schulmediathek an, genannt lehrmediathek.de, dort finden Sie das auch. Und wir haben auf der Mediathek 30.000 verschiedene Filmmaterialien, Bildmaterialien, Arbeitsblätter, alles, was auch der Lehrer wünscht. Und das Schöne ist, es ist eine einfache Google-Suche. Und wenn der Lehrer dort sein Stichwort eingibt für den Unterricht am nächsten Tag, zum Beispiel Eichhörnchen oder Stoffwechselkreislauf, dann findet er alles, was er dazu braucht, mit einem Klick. Das BIP, Bundesinstitut für Berufsbildung in Bonn, bietet Kompetenz und Forschung zur beruflichen Aus- und Weiterbildung in Deutschland. Der immer schneller werdende Wandel in Technologie und Wirtschaft stellt hohe Anforderungen an die Qualifikation von Fachkräften. Andreas Pieper, Pressesprecher des BIP, umreißt die aktuellen Herausforderungen deutlich. Um es auf einen Satz zu bringen, die Betriebe bieten Ausbildungsstellen an, die die Jugendliche in diesem Sinne nicht auf dem Schirm haben und für die sie sich nicht bewerben. Insbesondere in Fertigungs- und Produktionsberufen, Hotellerie, Gastronomie, Bäcker, Klempner, Fleischerberufe bleiben viele Ausbildungsstellen unbesetzt. Und das ist unbefriedigend mit Blick auf die Bedeutung der dualen Berufsausbildung. Die duale Berufsausbildung muss sich attraktiver machen, insbesondere auch für leistungsstärkere Jugendliche, also auch Abiturienten begeistern für die duale Berufsausbildung, ihnen die Möglichkeiten vor Augen führen, welche Karrieren man in der dualen Berufsausbildung erreichen kann, ohne zu sehr auf die akademische Ausbildung zu setzen, wenn man ein Abitur gemacht hat. Und das BIP ist natürlich dabei, hierfür mit im Auftrag der Bundesregierung entsprechende Programme zu initiieren, Angebote zu machen und sozusagen eine Imagewerbung auch für die duale Berufsausbildung zu starten. Für die Erwachsenenbildung hat der Jünger Medienverlag und der Gabal Verlag ein umfassendes Portfolio. Das reicht von der klassischen Weiterbildung im Unternehmen bis zu den verschiedensten Möglichkeiten des Selbstlernens. André Jünger, der Geschäftsführer des Jünger Medienverlags, hebt hervor, dass die Neugierde auf das Lernen auch im Erwachsenenalter immer noch wichtig ist. Wir haben 2 Verlage hier auf der Messe, die hier ausstellen. Das ist einmal der Jünger Medienverlag, der sich spezialisiert hat auf audiovisuelle Medien für Training und Personalentwicklung. Und wir haben hier den Gabal Verlag, der Bücher zum Thema Ausbildung, Weiterbildung und Erwachsenenbildung produziert. Also wir haben 2 Schwerpunkte im Buchbereich. Das ist einmal der Titel Nicht reden, machen. Das ist ein Beispiel dafür, wie unsere Bücher gestaltet sind. Eine Aufforderung, sich persönlich weiterzuentwickeln, sich persönlich auch weiterzubilden. Und das zweite Werk, was wir im Verlag neu herausgebracht haben, ist ein ganz anderes Format, ist ein großformatiges Buch, wo es um das Thema Lernen an sich geht, also das, was wir auch mit Gabal inhaltlich unseren Lesern, unseren Kunden näher bringen wollen. Wie man lernt, wie man seine Persönlichkeit entwickelt und wie man im Prinzip in der Weiterbildung Fuß fassen kann. Christiani ist einer der Pioniere der beruflichen Weiterbildung, besonders im technischen Bereich. Neben einer Vielzahl von Fernlerngängen bietet das Technische Institut für Aus- und Weiterbildung aus Konstanz auch ein umfangreiches Produktsortiment an.
In Zusammenarbeit mit großen Unternehmen werden technische Medien entwickelt, die praxisbezogen auf den Arbeitsalltag abgestimmt sind. Bernd Janowski, Verlagsleiter von Christiani, betont das zunehmende internationale Engagement des Unternehmens. In der Entwicklung der 85-jährigen Geschichte haben wir jetzt einen Höhepunkt erreicht, wobei wir sagen, auch diese Höhepunkte, die wir hier entsprechend vorbereiten, sind auch optimierbar und ausbaufähig. Neuheiten sind, wir stellen uns als Christiani nicht nur deutschlandweit auf. Der Fokus wird jetzt verstärkt gelegt auf die Hinwendung zum außereuropäischen Markt, europäischen Markt. Da haben wir sehr erfreuliche Ansätze der Zusammenarbeit mit großen Unternehmen, mit zum Beispiel mit VW, zum Beispiel mit Egger aus Österreich und mit Phoenix Kontakt. Sind wir auch mächtig dabei, nicht nur den deutschen Markt zu bedienen mit den Entwicklungen, die wir mit denen gemeinsam erarbeiten, sondern auch darüber hinaus, dass wir Medien aller Art, nicht nur im Printbereich, mit diesen Firmen entwickeln und dann auch für die interne Ausbildung in den Unternehmen auch weiter optimieren. Das E-Learning-Forum der Didakta profiliert sich immer deutlicher als Ideenschmiede, insbesondere junger Unternehmen, die didaktische Herausforderungen und das technisch Machbare sinnvoll miteinander kombinieren. Ein Beispiel hierfür ist die Ghostthinker GmbH aus Wolfratshausen mit ihrem Programm, was sich Loop nennt. Johannes Metscher, Geschäftsführer der Ghostthinker GmbH, erklärt das Social Video Learning. Dieses Jahr sind wir erneut mit dem Loop hier vertreten. Der Loop ist ein ganz besonderes Weiterbildungsformat, das auf eine Mischung aus Blended Training setzt und Social Video Learning. Und wir haben hier dazu zwei konkrete spannende Weiterbildungsangebote, nämlich eins zum Thema Mitarbeitergespräch und das andere zum Thema interkulturelle Kommunikation, interkulturelles Verstehen. Und Frank Fohle, ebenfalls Geschäftsführer der Ghostthinker GmbH, erklärt ergänzend zur didaktischen Konzeption. Eine häufig gestellte Frage beim Thema Social Video Learning ist, was soll das eigentlich bewirken, was ist der didaktische Mehrwert dabei? Der lässt sich aufteilen in mindestens drei Stufen. Die erste Stufe ist, dass man, wenn man Video schaut, natürlich eine sehr komplexe, informationsreiche Quelle bekommt und dadurch sehr motiviert Informationen mitgeteilt bekommt. Das Besondere an unserem Ansatz ist eben nun, dass Teilnehmer ihre Gedanken, ihr Wissen punktgenau an gewissen Videostellen einbringen können in Form von Videokommentaren. Das heißt also, sie machen Wissen sichtbar. Einmal mehr präsentierte sich die Didakta auch in diesem Jahr als aktuelle Leistungsschau hochmoderner Trends und Entwicklungen innerhalb der Bildungslandschaft. Vom Kindergarten bis zur beruflichen Weiterbildung.